Mein Name ist Chilo. Ich bin Designer und Musiker aus München. Zusammen mit BMW haben wir hier die Möglichkeit, Bälle zu designen bzw. zu produzieren in der BMW-Fabrik in Dingolfing. Die Leute, mit denen man dort eben enger zusammengearbeitet hat, die waren so herzlich und hatten so Lust auf dieses Projekt, was sich direkt auch auf mich übertragen hat. Basketbälle zu designen, wir zusammen so ein Projekt umsetzen. Wir haben uns überlegt, mehrere Welten zu erschaffen. Und jeder Ball spricht so ein bisschen für sich. Wir nutzen Lederreste. Das bedeutet, aus dem Lederrest passiert nicht viel und wir nutzen sozusagen dieses Leder und fertigen dort eben ein wunderschönes Produkt, und zwar ein Basketball. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt, obwohl wir von einem Basketball reden. Es ist vom Gefühl her was ganz Besonderes. Jedes einzelne Detail, wie viele Schritte es dann auch waren, bis der Ball ready war, ist auch unglaublich. Weil es ist ja nicht nur das Design, sondern einen Ball zu produzieren, Gewicht, Luft, Maße, Form, das sind ganz viele Dinge, die man beachten muss beim Produktionsvorgang. Als ich dann zum ersten Mal den Ball gesehen habe und vor allem in der Hand gehalten habe, war mega besonders natürlich. Du hast selten so ein schönes Gefühl mit einem Produkt, wenn du weißt, es wird von Menschen gefertigt, die so viel Energie und Liebe reinstecken.